Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus. Wir spielen heute Heimspiel gegen Freiburg und müssen auf jeden Fall jetzt mal in die Spur kommen. Zuletzt zwar mit dem Sieg, aber gehen wir rein in die Partie. Joao Victor in der letzten Folge mit zwei guten Toren. Ah, da der Fehler von Wout Weghorst. Jetzt der lange Ball. Aber schön gemacht von Roussillon. Foul von Roussillon, schade. Das war gut gespielt. Schön gespielt da. Gilavogi! Rechts daneben, schade. Erste gute Chance für uns. Nach knapp 12 Minuten gespielt. Abseits sein. Ne, ist es nicht. Ist es nicht. Freiburg geht in Führung. Geht wieder mit zum Abwehrpatzer. So, Wout Weghorst kann den Ball festmachen. Gilavogi. Das müsste Freistoß geben und Weghorst hat sich da verletzt. Das sieht nicht gut aus. Er kann nicht weitermachen. Okay, das bedeutet Netschma kommt für ihn. Das ist natürlich nicht gut. Arnold mit dem Versuch. Schade da. Gegen Freiburg haben wir in der letzten Saison, glaube ich, auch konnten wir nicht gewinnen. Lukas Netschma mit dem Schussversuch. Und jetzt wieder Freiburg. Unsere Defensive gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt da mal aufgepasst. Und jetzt vielleicht mal das schnelle Spiel. Auf Josef Brekalo. Da ist Lukas Netsch. Wie kann man den denn nicht machen? Leute. Wie kann man den denn nicht machen? Oh, da verzieht er aber. Arnold hat ihn und jetzt vielleicht mal über Roussillon. Dann Joao Victor und Lukas Netschma. Latte. Schade. So, Foden. Dann geht Gilavogi mit.
Gilavogie. Da ist das Tor 1:1. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Mit Foden, schönes Doppelpassspiel und dann auch noch ein bisschen Glück dabei. Joshua Gilavogie mit seinem zweiten Saisontor. Ist auf jeden Fall verdient. Freiburg kam nichts mehr nach dem Führungstreffer. Ah, Gilavogie da mit dem Foul. Gibt jetzt erstmal Freistoßsituation für Freiburg. Und vielleicht jetzt mal schnell machen mit Lukas Netschmar. Ah, der wird aber abgefangen da von Freiburger Abwehrmann. Und Freiburg jetzt mal wieder. Aber Castells ist da sehr schön. Halbzeit 1:1. Unterm Strich geht das in Ordnung. Freiburg in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und wir mit dem verdienten Ausgleich, denn Freiburg kam nichts mehr nach dem Ausgleich beziehungsweise nach dem Führungstreffer eigentlich. So, rein in die zweite Hälfte. Dong setzt sich da schön durch und dann muss Ruiz erstmal klären. Gilavogie. Ah, Fehler, aber gut gedacht. Ruiz muss sich da erstmal ein bisschen durchsetzen. Wir wechseln den jetzt mal. Joao Victor geht raus, ja, durchwachsene Partie gemacht und Yunus Malí kommt. Gilavogie. Joao Victor. Foden kommt, bekommt da nicht so richtig Druck auf den Kopfball. Udo Kai, Arnold. Foden da mit dem Ballverlust, aber auch schlampig gespielt da. So, der erste Wechsel. Ja, Foden hat mir zu viele Ballverluste. Der kommt jetzt auch raus. Und dann... wir haben gar nicht mehr so viele Offensive. Aber dann schicken wir Boadu. Kommt noch ein Stürmer. Foden, ja. Wie gesagt, einfach zu viele Ballverluste heute. Und da ist der neue Mann. Ah, bekommt aber nicht so richtig Druck hinterm Abschluss. Deswegen bleibt sie beim 1:1. Gilavogie. Hat der jetzt mal vielleicht eine Idee? Nein. Lukas Netschmar kann den Ball nicht festmachen. Somit wieder Freiburg. Die eigentlich nur noch hier hinten drin stehen. Oh, jetzt mal der Fehler von James. Der muss da jetzt hinterher. Aber Ethan Apadu bekommt das erklärt. Brekalo.
Nimmt jetzt mal James mit. Schön gespielt. Aber dann bietet sich keiner vorne an. Jetzt mal Mali frei. Mali mit dem nächsten Versuch. Und die Fans kommen jetzt nochmal. Arnold mit der Ecke. Findet da aber kein Wolfsburger. Unokai klärt jetzt nochmal. Wir bleiben im Ballbesitz. Lukas Netschmar auf Josef Brekalo. Ja, wir haben keine. Wir haben keine Anspielsituation. So, jetzt mal Arnold. Aber der Torwart von Freiburg kann die Situation wieder bereinigen. Russell Jong jetzt. Mal mit dem Schuss. Der geht aber auch daneben. Bleibt hier beim 1:1 und wir kommen nicht so richtig vom Fleck, wenn es beim Unentschieden bleibt. Und ja, ich meine, wir haben jetzt Dreifachbelastung schön und gut, aber bei unserem Kader müssen wir dieses Spiel gewinnen, vor allem gegen Freiburg. Jetzt mal Josef Brekalo. Kann er sich da durchsetzen? Ja, aber die Flanke kommt nicht an. Und jetzt nochmal Freiburg. Nachspielzeit läuft, 2 Minuten. Gilabogi muss jetzt noch mal anziehen, kommt aber nicht so richtig hinterher. Und Isen Apadu. Und damit bleibt amtlich 1:1. Schade. Also da war auf jeden Fall mehr drin. Ne? Da war auf jeden Fall mehr drin, Freunde. So, erstmal zu den Interviews. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Oh, 7 Monate fällt er aus. Daraus lernen wir auf jeden Fall, ja. Ich danke Ihnen für... Jo, bitte. So, Champions League, Freunde. Wir brauchen jetzt mal wieder einen Sieg. Ich glaube, wir haben jetzt ein Heimspiel gegen... Gegen Sparta Prag, oder? So, folgende Aufstellung. Wir müssen ja vorne jetzt umstellen. Da kommt jetzt Netschmar. Vorne wird auf jeden Fall... Brooks, Udokai, Roussillon, James bzw. William kommt rein. So, Mali kommt für Joao Victor. Gut, lassen wir das, glaube ich, erstmal so, oder? Ja. Auf zur Pressekonferenz. Wir brauchen auf jeden Fall heute einen Sieg. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Wie geht das heute Spiel ohne Wechers aus? Wir haben einen super Kader. Wenn heute das heute Sieg gelingt, dann steht es gut aus mit der Einzug in die K.O.-Runde. Kann das klappen? Versuchen müssen wir es. Sparta Prag geht im Vergleich zu das schwächere Team. Steht für den Sieg also so gut wie fest. Damit. Gut. Wir müssen natürlich konzentriert bleiben.
Sonst, also wenn wir heute nicht gegen Sparta Prag gewinnen, natürlich ist es eine Enttäuschung. Wir müssen eigentlich gewinnen. Sparta Prag spielt in diesen Trikots. Also sie haben natürlich den besseren, deutlicheren, stärkeren Kader. Ja. Aber wir sind halt noch nicht so in richtiger Frühform, sage ich mal. Durch wachsende Leistung. Gehen wir rein in unser zweites Champions League Heimspiel. Erst haben wir gewonnen. Wookie. Lukas Netschmar. Ja, versucht sich da durchzusetzen. Schlager. Nee, Schlager war das gar nicht, ne? Kastelt mit dem Abschlag. Kein Wolfsburger da, alle sehen zu. Und da ist es 1 zu 0. Wir liegen schon wieder zurück, Leute. Oh, also, Leute, diese Abwehrleistung, ne? Ecke. Phil Foden mit der Ecke. Da kommt aber kein Wolfsburger ran. Im Gegenteil, Konterchance für Sparta Prag. Oh, Freunde. Wie sind wir denn da hinten zugange? William klärt. Zu Brooks jetzt mal mit Roussillon. Der kann Mali schicken, der steht aber im Abseits. Und Phil Foden. Mali, wieso macht er den nicht? Wieso schießt er nicht? Oh, Freunde. So. Und da ist Lukas Netschmann, der bekommt aber wieder keinen Druck hinterm Schuss. Diesmal bleibt hier beim 1 zu 0 für Sparta Prag. Oh, Brooks macht den falschen Schritt. Und Udukai. Ah. Schade, Lukas Netschmar kriegt den Ball da nicht durch. Und Prag wieder. Und da ist das 2 zu 0. Nee, ist es nicht. So, Killa Boogie. Hat der jetzt mal eine Idee? Wieder mit Arnold. Da läuft sich aber irgendwie keiner so richtig frei. Jetzt mal Phil Foden, der macht es 1 zu 1. Das ist auf jeden Fall verdient. Und Leute, unsere Heimspiele müssen wir gewinnen.
Auf jeden Fall gegen solche Mannschaften. Wie Slavia Prag, jetzt mal wieder Plavic. Bringt den Ball flach rein. Und jetzt Kontersituation für den VfL mit Mali. Hat der eine Idee? Nein, aber der nimmt Roussillon mit. Der ist schnell. Lukas Netschmar! Bleibt hier beim 1:1. Arnold noch einmal mit der Ecke vor der Pause. Und auf der Linie geklärt. Ah, Schiedsrichter pfeift ab, schade. So. Wir bleiben erstmal so. So, Mali. Nimmt Roussillon mit. Oh, abgefälscht, deswegen wird er nochmal gefährlich. Arnold mit der Ecke. Aber Ecken sind irgendwie nicht unsere Stärken. Oh, Mali. Das gibt einen gefährlichen Freistoß. Und gibt das Rot? Ja, gibt Rot. Und einen gefährlichen Freistoß. Und der ist drinne. Der ist drinne, Freunde. Sehr schön. Den will ich aber gerne noch mal sehen. Wie macht er den? Boah. Klasse Freistoß. Wir wechseln aber jetzt mal. So, Foden geht raus. Dafür kommt Barco und ja. Josep Brekalo kommt für Dele Vega oder Vaga oder wie der ausgesprochen wird. So, jetzt ist Slavia Prag natürlich gefordert. Und was ist denn das schon wieder für eine Defensivleistung, ganz im Ernst. So, jetzt der Konter. Mit Brekalo. Auf Barco. Der schickt Barco. Und Barco. Ah, versucht den Schlenzer. Bleibt aber letztlich ungefährlich. Und Josep Brekalo macht das Tor. Ne, Yunus Mali war das, ne? Yunus Mali, schön gespielt. 3:1. Schöner Ball da von Barco. Und Mali musste nur noch einnicken. Das war ein klasse Spielzug. Aber ein schöner Pass da von Barco. Oh, Barco wieder mit so einem starken Pass. Josep Brekalo.
das gibt gelb. Wir wechseln jetzt nochmal. Können wir überhaupt nochmal wechseln? Ich glaube schon, ne? Ja, ich würde sagen, Gerhard kommt für Arnold, der darf sich nochmal feiern lassen. Mali hat Platz. Mali hat Platz. Ah, und dann macht er natürlich das nicht gut. Und William kriegt den Ball nicht. Schade, jetzt ist da eine Lücke auf der rechten Seite. Aber den nutzt Prag irgendwie nicht. Oh, guter Pass. Ich glaube, müsste eigentlich abseits sein, oder? Oh, was da für eine Wuseligkeit von Castells. Denn behindern sich Castells und ich glaube, Udokai war das gegenseitig. Und jetzt nochmal, William. Ah, schade. Da vergisst Barco den Ball. Gut, bleibt dann 3 zu 1, Freunde. Wir haben jetzt, glaube ich, 6 Punkte. Mal gucken, wie viel Atletico gespielt hat. Die haben Atletico hat verloren gegen Braga. Damit sind wir sowieso. Ja, damit wird die Gruppe noch mal spannender. Das ist eigentlich nicht so gut. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind. Heute ist auch ohne Wirkos der Sieg gelungen. Aber konnte das Team auch langfristig ohne Wirkos aus? Wir haben viele Optionen. Ricardo ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind wir mit seiner heutigen Leistung? Ja, man muss aber weiter so spielen, ne? Von was geht ein deutlich stärkeres Team als Sparta Prag. Und in 3 Toren sieht man ja auch, dass es so ist. Haben Sie jemals am Sieg gezweifelt? Man weiß nie. Wir haben die Favoriten klar, aber man ist immer dabei zu rechnen, dass es auch anders ausgehen kann. Ich danke Ihnen für. Jo, bitte. Und ich bedanke mich natürlich für die Zuschauer, die das mitgespielt haben. Ich muss einmal kurz lesen. Ich bin stolz auf dich. So, du gehörst weiter zum Team. So, ich bedanke mich natürlich auch für die Leute, die zuschauen. Und ja, für eure netten Kommentare. So, Rhys James möchte gerne auch noch was. Vor uns liegen aber wichtige Spiele, da muss in Topform sein. So, ich bedanke mich natürlich für euch. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.